Hippie. Ich hasse Hippies wie die Pest. Ich versuche das Team ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Ich hab mich im Wald verlaufen und mich direkt verliebt. Ich hab meinen Rudel gefunden, wir fahren nach Transylvania. We chose Transylvania because of the wolf. Es gibt ja Dracula in Transsilvanien. Im Wald zu sitzen, zu jaulen und dann wirklich halt wahre Wölfe, dass sie zurückantworten, das finde ich schon ganz cool. Es wird auf jeden Fall interessant. It's pretty cold, my feet are frozen. Dieser Hippie-Bus hat leider keine Heizung und es fehlt eine Scheibe. Jo, jetzt sind wir in der Slowakei, voll gut. Hey Dude, wir sind in Transylvania! Nico, do you have a kind of clue where are we, or did we get like totally lost? I have no idea, dude. Bonjour. English, français, hotel. Bună ziua, ce faceți aici? Wir waren halt so ein bisschen lost in Transylvania und dann haben diesen Baum getroffen, weil wir auch ziemlich müde waren. We're lost and looking for a place. Resta dormit. Sleep. La mine. Si? Ja. So we are like, oh, no problem, you can come. Alter, ich hab gar keinen Plan, wo wir jetzt hingehen, ey. Oder wo wir sind. Das hat Nico da klar gemacht. Ja. Hi. Es geht halt um diesen Roadtrip halt, ne? Andere Leute sehen, kennenlernen, wie die so leben. So where you can see some wolves. Dacă vreți să vedeți lupi, era piatra craiului. Oh my ele... God. You hear the wolves at night? Când și când. Când să trăim în munte, suntem exact ca și prieteni cu ei. Wir haben so einen Heuschrubber gehabt, da haben wir dann gepennt. Das hat einem gezeigt, so, wo seine Grenzen sind in gewissen Sachen. No dog. No dog. No dog. No problem. We try again. Alles, was er da hat, hat er selbst gemacht, sogar der Schnaps. Oh my God, it's really good. Really nice people. I love Romania for that, yeah. Noapte bună, non! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Are you under the decke? When he put his leg on my legs, I love that. Only two wolves could go on the shelter on the mountains. We will find the wolves for you. Have fun in the hotel. We'll see you again. Thanks for driving, man. I think there's something like 6,000 wolves. Adios! Sie haben eine nette Bauer uns einen Kontakt vermittelt, einen Bergführer, den er kennt, Bogdan. Bogdan hat sich dann bereit erklärt, uns durch die Berge zu führen und mit uns Wölfe suchen zu gehen. You're, Hi, I'm Nick. Wolf? Yes. How are the chicks?
Als Bogdan uns gesehen hat, so zwei Stadtidioten, dachte er eigentlich, oh, wir schaffen das nie. Und hat uns eher so belächelt. Fällt das, Mann? Ja. Yeah. Alles gut? You're okay. Let's go. Ich hab den Eindruck, dass der Kleine bei uns bleiben will. Vielleicht, man weiß es nicht. What is it? Team Wolf. What means? Team Wolf ist einfach der gelebte Dadaismus, würde ich sagen. There's some guys more into fashion, skateboard, from all kind of universe. Es gibt von vornherein nicht einen kompletten Weg oder einen Sinn. Es ist das Chaos, das sich dann am Ende als irgendeiner in irgendeiner kreativen Form wieder zusammenfügt, sozusagen. No one really knows for sure. It's like a bunch of idiots who wear wolves on their jacket and make things happen. Somehow it's like magic. Wir sind ja 5 Stunden in diesen Wald gelaufen und es war nichts. Also ich finde, es war so ein bisschen so eine spirituelle Erfahrung. It looked like a wolf shit. Looks like some big hairy shit. Some fresh wolf shit. Frische Wolfscheiße. It's raw deer here. Huh. And the wolves eat everything, so they shit hair and big piece of bones. So what we have like for dinner tonight? So, as you can see, it's snow. Snow soup. Nice. Das ist ganz guter Schnaps, oder? Boah, es wird langsam endlich warm hier, ne? Ich glaube, ich muss mal Wir haben keine frischen Wolfsspuren mehr gefunden. Und jetzt denke ich auch nicht mehr, dass wir irgendwie die Hoffnung haben, noch Wölfe zu sehen. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Denke ich, habe mal nach Lichtenberg einen Tierpark und guck mir da welche an. Hey! Hi, Mäuschen! Hast du die Wölfe gesehen? Nee. Das Einzige, was wir gesehen haben, wir haben halt so Fußspuren gesehen. Und Wolfspisse und Wolfscheiße haben wir gesehen. Last time I came to Transylvania, I heard about the Bran Castle and I really wanted to see it. So, Dracula actually hang out here? He used to use this castle as a military base. And as a vampire, Count Dracula hang out in this castle 300 years before he moved to England. And now he's the owner of a nightclub somewhere in Frankfurt. Oh. No one will kiss me. Never again. Oh. Ich hab's mir so richtig gruselig vorgestellt. Es war eher so ein neu verputztes weißes Haus mit so viel Touristikkram. Aber das Original ist es nicht. So, und dann sind wir halt nochmal losgefahren. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Bujanari. Da steht nämlich die echte Dracula-Burg. Wow,
parle français? Yes. Que Calice, Calice, ah non, je suis Calice, là, t'es Calice. Non, je suis sous. Oh, je suis sous. Da. Ok. They don't have a lot of money, so they're really the simple way of life and they're really friendly. Heute seid ihr bereit für 1480 Treppis. Claro. Ich glaube schon, dass Dracula verrückt war. Ich meine, er hat einige Leute aufgepfählt. Oh yes, Tim Wolf, we made it! 1480 stamps, my gosh! Wölfe haben wir jetzt nicht gesehen, aber ich finde, dafür haben wir uns gefunden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Jetzt haben wir das erste Mal uns zusammengetan und sind los auf einen Trip. Was wir auch gelernt haben jetzt bei den Wölfen, es sieht halt immer aus, als ob du ein Lone Wolf bist, weil immer nur eine Tatze ist. Aber alle Wölfe laufen in denselben Spuren und du hast das ganze Pack mit dir. Also bist du niemals ein Lone Wolf. Wir sind sehr zusammengewachsen dadurch. Es ist einfach so eine Gruppe geworden und eine Einheit eigentlich. Ich will nicht allein sein, ich will bei meinem Rudel sein. Ich will allein sein, ich will bei meinem Rudel sein. Ich will nicht allein sein.